heutigen Video aus Griechenland. Ist es Zeit, eine Runde im Mittelmeer zu baden? Schauen wir uns ein kleines griechisches Dorf im Winter an? Hat wohl jemand erst nach uns dieses Verbotsschild aufgehängt? Hat Kati ein Problem, was wir lösen müssen? Ist etwas Kleines in Kati Sprinter eingezogen? Und werden wir wohl ein paar Tage länger an diesem wunderschönen Platz bleiben? Wir sind Alex und Kati. Gemeinsam mit unseren 4 Hunden reisen wir in 2 Vans durch Europa. Es ist verhältnismäßig warm, würde ich sagen. Und es gibt nur eins, was man tun kann. Eine Runde schwimmen gehen. Duschen gehen sogar noch. Alles gut. Oh. Ja, ein bisschen weiter draußen wird es dann schon frischer. Einfach mega! So, da die Sonne sich so schön zeigt, glaube ich, machen wir auch mal hier ein bisschen Dingsi von die Dingsi, ein bisschen Solar raus und sammeln mal den Heinz hier. Heinz! Hier im Sommer abgeht, ich will es nicht wissen, Freunde. Das ist bestimmt the place to be hier. Einer von vielen in Griechenland. Das ist Gyrosmenia. Es ist Gyrosmenia. Beim Supermarkt. Und was los? Alex ist da. Gyrosmenia ist zu. Scheiße. Aufgrund der Tatsache, dass sich in dieses Dorf selten offensichtlich Menschen verirren, fällt man auch nur latent auf, wenn man hier so rumstrappelt. Vor allem in Flipflops. Vor allem in Flipflops mit kurzen Hosen und so, als wäre Hochsommer. So warm. Zumindest ist es nicht kalt. Also im Gegensatz zu den Bergen, da war es halt echt, wo ich dachte so, schon die warmen Wintersocken rausgeholt und I don't know. Ja. So, und jetzt versuchen wir halt mal auf gut Glück einen Supermarkt. Ich muss dir trotzdem sagen, würde ich hier im Sommer hin, aber auf jeden Fall. Guck mal, wenn du in so einem winzigen Hotel mit so einem eigenen Pool hast du gar nicht die Möglichkeit mit mehr, würde ich mir das geben. Auf jeden Fall. Das ist so schön und das ist so urig. Ah, das war bestimmt. Nee, das war bestimmt der Supermarkt, wo ich hin wollte. Aber auch das als Restaurant. Mein Gott, du hast keinen direkten Blick aufs Meer. Ah, guck mal. Frischwasser Querz. Das ist gar nicht. Dann ist das schon länger wahrscheinlich gern. Na, es ist mehr oder weniger eine Abstellung. Aber hier gibt es kein Frischwasser. Ja, und die Hotel an. Und die Kirche ist eingezogen. Mich wundert trotzdem, dass halt hier im Winter niemand überwintert. Ja, also so, weiß ich nicht, ist doch schöner, gerade für Rentner oder sowas, ist doch schöner hier zu sitzen als irgendwo in Deutschland. Aber viele machen ja auch so Spanien-Komplex, wo du ein Angebot kriegst, habt ihr jetzt auf Madeira gesehen. Ja. Die haben dieses Jahr ganz extrem für Rentner 3 Monate irgendwie 1500 Euro im Hotel. 3.500 Euro. 1.500 Euro für 3 Monate. Okay. Ja.
500 Euro im Monat, ja, oder? Und jetzt sind wir auf der Promenade, aber also ich denke, im Sommer steppt hier mit Sicherheit der Bär. Es ist auf jeden Fall übel schön. Aber gerade jetzt ist tote Hose. Weißt du, wie das aussieht? So ein bisschen, wenn ich mir Filme angucke von Florida. Was ist Florida? Das sieht, erinnert dich an Florida. Kanal. Ja, gehen wir nochmal da so diese Richtung und dann haben wir es drauf gesehen. Würde ich sagen. Keine Villa. Und das ist bestimmt Tourist Information. Rezeption und Information for the visitors of Iron. Meinst du nicht? Nee. Management Authority of Calamas und Acheron Rivers. So. Ach du lieber Himmel, Natural Environment and Climate Change Agency. Aber trotzdem finde ich es halt schade, weißt du, wenn bestimmte Regionen einfach nur existieren, weil Tourismus vorhanden ist. Das ist halt wirklich schade. Ich meine, besser als gar nicht zu existieren, ganz klar. Aber wenn so Tourismus das einzige Standbein ist, was du hast, schwierig. Egal in welchem Land, also auch in Bulgarien war es ja auch so, dass du in der Hauptsaison, die eigentlich nur 4 Monate dauert, ja, so viel erwirtschaften musst. Ja, das würde aber wahrscheinlich auch funktionieren, wenn hier richtig der Punk abgeht. Ja. Oh stimmt, da ist auch ein No-Camping-Schild. Okay. Hab ich gar nicht gesehen. Wir haben uns kurz beraten, haben ein bisschen hin und her überlegt, bleiben wir hier stehen, fahren wir weiter und haben uns tatsächlich entschieden, für ein besseres Bauchgefühl einfach diesen Platz zu verlassen und einen neuen aufzusuchen. Schreibt's gerne in die Kommentare, werdet ihr weitergefahren oder werdet ihr einfach stehen geblieben? Der neue Platz, den wir uns ausgesucht haben, war circa 1 Stunde entfernt. Lust hatten wir eigentlich gar keine mehr weiterzufahren, aber was will man machen? Das gehört nun mal zum Vanlife auch dazu. Am neuen Platz angekommen hatten wir eine mega Aussicht, aber auch da war das Bauchgefühl nicht so ganz richtig, weil viele private Häuser, also da war auch eine Gaststätte dabei. Wir hatten uns gedacht, dann fahren wir einfach die Straße weiter, vielleicht kommt ja auch noch ein schönerer Platz. Und wie wir nun mal so sind, statt auszusteigen und diese Strecke einfach mal durchzulaufen mit den Hunden, ist Alex vorgefahren und die Kati einfach hinterher. Uiuiui, das wird nicht gut gehen. Ich habe schon Alex durch das Walkie-Talkie angefunkt und gesagt, oh mein Gott, die Straße endet einfach mittendrin. Und die andere Abzweigung ist viel zu steil, da kommst du niemals hoch. Aber Alex wollte es versuchen und hat etwas aufgesetzt. Das Problem mit unseren 2 Vans, wie bekommen wir diese jetzt auf dieser schmalen Straße gedreht? Alex hatte noch ein bisschen Glück, er ist vorgefahren, hat bestimmt 10 Anläufe gebraucht, um irgendwie nicht abzustürzen, mit meiner Hilfe natürlich durch das Walkie-Talkie, aber nun stand er vor mir und ich konnte nicht mehr drehen, also ich konnte nirgendwo hin, außer rückwärts. Ich muss ehrlich gestehen, rückwärts fahren gehört nicht zu meinen Stärken und dazu ist noch meine Kamera ausgefallen, so dass ich nur meine 2 Seitenspiegel hatte und natürlich die Mega-Hilfe von Alex durch das Walkie-Talkie. Zwischendurch musste ich auch mal Pause machen, 2-3 Mal hin und her rangieren, so dass ich bloß nicht irgendwo abstürze. Und dann kam noch dazu, dass in der Kurve ein Auto stand. Gefühlt habe ich eine ganze Ewigkeit gebraucht, um da wieder rauszukommen. Die Aussicht war zwar Bombe, aber ich konnte diese überhaupt nicht genießen. Aufgeben kommt natürlich nicht in Frage. Am Ende haben wir es tatsächlich geschafft, gemeinsam da rauszukommen und wieder auf einer ganz normalen Straße stehen zu können. Ich bin ausgestiegen, musste erstmal frische Luft schnappen und habe mich natürlich mega bei Alex für seine Unterstützung bedankt. Nach der Aufregung
waren wir uns immer noch nicht sicher. Ist das der richtige Platz? Bleiben wir jetzt einfach so an der Seite stehen? Übernachten wir hier oder fahren wir weiter? Wir haben uns tatsächlich entschieden, für diese Nacht da zu bleiben und lieber am nächsten Morgen frühzeitig aufzustehen und einen neuen Platz zu suchen. Ja, guten Morgen, Freunde. From the beach. Kathi sagt, Whisky dreht die ganze Zeit durch. Und sie weiß nicht warum. Geht uns das auf? Ja. Wo denn? Da ist sie, guck, die kleine Katze da. Da. Ach du Scheiße. Was machst du denn da, Babykatzi? Das ist aber nicht gut. Sind wir wieder beim Thema Schwanz und Ärsche? Whisky. Whisky. Mach ihn mal weg, der kommt von unten an die Katze dran. Whisky. Miete Katze. Das ist aber nicht gut, wo du rummachst, Mädchen. Oder Junge oder whatever. Ach du lieber Himmel, wo die sich lang zwängt. Gibt's überhaupt nicht. Ja, das Problem ist, die hat sich jetzt hinter deinen Motorblock geschoben. Da so rüber. Weil Whisky von unten Mimi gemacht hat. Ja. Aber das war das letzte Mal Safe Call auch keine Maus, was du hattest. Ich hatte die Mäuse und du hast wahrscheinlich die Katze, die sich gesagt hat, da reiß ich mit. Na, das ist ja irre. Und zwei Stück hast du gesagt, haben wir drin gesagt. Ja, und vor allem, wenn du überlegst, es ist ja alles super. Ja gut, nach unten ist das bei den meisten Autos. Manche haben einen Unterfahrschutz, aber hier ist es sehr, sehr offen. Aber es ist halt schön geschützt in deinem Auto, weißt du? So, wie kriegen wir denn jetzt die Katze hier wieder raus? Aber wo ist sie denn hier? Hinter den Motorblock. Aber ist da offen? Ich sehe da nichts. Alter. Ja, ja, die Rinne hat sich da reingezwängt. Das ist die Frage, ist sie nach unten weggelaufen oder ist sie nicht nach unten weggelaufen? Spätestens wenn der Motor. Ja, ja. Das macht Kathi zu gerne, auf Dinge draufhauen und. Wo ist denn jetzt mein Hund hin? Du, Pudi! Geh mal die Katze suchen. Geh mal hier drunter, komm. Geh mal die Katze suchen. Such mal das Kätzchen, auf. Auf. Such mal. Unsere Doggos sind einfach zu nichts. Whisky hat heute die Spur verfolgt. Ja, das ist der Platz, den wir gestern noch mal gewechselt haben. Wir werden aber gleich auch weiterfahren. Es ist relativ früh am Tag. Um genau zu sein, es ist 10.07 Uhr in deutscher Zeit. Und wir werden noch ein Stückchen weiterfahren, um noch einen anderen Platz anzusteuern, weil wir hier so ein bisschen... Ich glaube jetzt nicht, dass es ultimativ jemanden stört, aber trotzdem ist es nicht so schön. Da hinten sind wir gestern lang gefahren. Ich weiß nicht, wahrscheinlich hatte ich schon ins Video reingeschnitten. Also da hinten sind wir weitergefahren. Bis zu dieser Landzunge geht es nicht, weil da die Straße gesperrt ist. Da ist wohl irgendwas abgesackt, da kannst du noch zu Fuß langlaufen. Und dann geht's, von hier sieht man es so ein bisschen, geht's da diese Straße nach oben. Und das ist halt so steil, also es ist ultra steil, dass das mit dem Wohnmobil überhaupt nicht machbar war. Dann mussten wir drehen und dann ist halt Kathi, weil wir zwei Autos waren und es relativ eng war, ja, meins haben wir gedreht bekommen, dann war aber Kathi im Weg, ja, praktisch, und dann mussten sie den ganzen Weg zurückfahren. Hat gemacht. Deine Hilfe. Ja, ist ja egal, aber hat es gemacht. Wir sind jetzt 16 Kilometer, also Viertelstunde weitergefahren. Und in der Tat eiern hier die ersten Camper durch die Gegend. Also ein bisschen hübscher hier, einfach weil hinter uns keine Häuser sind, wir können auf den Sack gehen, hoffe ich. Auch direkt am Meer, direkt in der Sonne. Und es ist warm, also es ist wirklich, es ist nicht nur einfach so ein bisschen warm. Die Luftfeuchtigkeit im Auto ist 71%, das ist eigentlich viel zu hoch. Und es ist warm, also es ist sommerlich warm. Es soll heute 25 Grad werden. Ja, super. Super, super. Wir sind, um es örtlich einzuordnen,
praktisch, wenn man dieser Straße folgt, kommt man nach Canali. Und wenn man dieser Straße folgt, kommt man in den Kaff. Keine Ahnung. Ist gerade ein Camper hingefahren. I don't know. Wir haben gestern die Kommentare bei Park 4 Night so ein bisschen hier über diese Küstenlinie auf dieser Seite. Wir sind ja letztes Jahr die andere Seite runtergefahren gelesen. Und das ist nicht immer ganz so positiv, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist nicht immer ganz so positiv. Also Jugendliche, die irgendwelche Orangen gegen die Wohnmobile schmeißen. Aber das war noch, Alex, das war noch das Harmloseste. Ein Typ, der sich selbst befriedigt im Auto, während eine Frau dran vorbeiläuft. Einer, der eine Knarre rausholt, auf eine Gruppe von Leuten schießt und dann in die Luft schießt. Und irgendwelche Vögel killt. I don't know. Also, Kathi sagt gestern so, irgendwie fühlt sich das nicht gut an. Wenn dir das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen, den Kanal abonnieren, falls noch nicht geschehen. Und wenn Fragen sind, einfach ab damit in die Kommentare. Hier neben findest du einmal ein Video von uns verlinkt und natürlich die Playlist zu unserer Südosteuropa-Reise, falls du die anderen Videos noch nicht gesehen hast. Wir sehen uns im nächsten Video, morgen um 18:15 Uhr. Bis dahin, ciao, ciao.